Präsentiert von webpodcast.de, Ihr Profi-Cast für Webdesign und Entwicklung. Vom Einzelkämpfer mit Internetanschluss bis zum Teamplayer hinter einer Firewall. Postfix kann viele verschiedene Rollen im Netzwerk übernehmen. Nicht nur, was eine Mail-Server-Software kann, ist interessant, sondern ganz häufig auch, und hier unterscheiden sich natürlich auch die Konfigurationen des Mail-Servers erheblich, wichtig ist auch, welche Rolle ein Mail-Server in einem Netzwerk spielt. So springt Postfix aus der Schachtel. Wenn Sie Postfix direkt von Postfix.org herunterladen, selbst übersetzen und dann in Gang setzen, haben Sie so eine Konfiguration. Der Postfix Mail Server ist eine Software, die auf einem Rechner läuft und sie ist in der Lage, Mails nach außen zu verschicken und Mails von außen zu empfangen, wenn die paar Grundeintragungen gemacht sind, die immer notwendig sind. Bei einer OpenSUSE ist das hier nicht erlaubt. Man kann nicht von außen auf einen OpenSUSE Postfix schicken. Die Kommunikation nach außen hin ist geblockt. Das ist auch gut so. Es könnte alles Mögliche passieren. Nicht, dass Postfix selber unsicher wäre, aber man schaltet keinen Server scharf, wenn er noch nicht richtig konfiguriert ist. Natürlich können alle Benutzer der gleichen Maschine miteinander kommunizieren. Es könnte Dieter eine E-Mail an Ruth schicken, Ruth könnte eine E-Mail schicken an Tux und wer auch immer auf dieser Maschine ist, wird von diesem Postfix-Server bedient. So einfach ist es natürlich in der Realität selten. Das hier ist ebenfalls eine Mail-Server-Konfiguration. Man nennt diese Konfiguration den Null-Client. Auf all diesen kleinen Rechnern, das sollen meinetwegen Arbeitsstationen sein, läuft ein Postfix, der bei der Installation automatisch mitinstalliert wurde. Ziel ist allerdings bei diesem Null-Client nicht, den Mail-Server für eigene Zwecke zu benutzen. Diese Maschinen speichern keine eigene Mail. Es wird keine Mail lokal zugestellt. Alles, was dieser Postfix auf diesen Arbeitsstationen kann, ist Mail verschicken. Unterschied zum normalen Setup, wie Sie es vielleicht von Windows her gewohnt sind, der Mail-Server, der angesprochen wird zum Verschicken der E-Mails, ist der lokale Postfix. Das heißt, die Mail-Client-Software spricht nicht mit dem Zielrechner im Internet, sondern sie spricht mit dem lokalen Postfix, der wiederum die E-Mail weiterverschickt. Die Frage, warum ich dann überhaupt einen Mail-Server lokal brauche, ist berechtigt. Andererseits einen Druckserver, einen CUPS haben Sie auf einer Linux-Maschine auch mitlaufen und dieses Szenario hat sich als sehr günstig erwiesen. Aber auch das ist normalerweise hier nicht, was man ständig tun würde, sondern das. Sie haben in den einzelnen Arbeitsstationen Null-Client-ähnliche Konfigurationen, die allerdings auf einen Rechner zeigen. Es gibt einen zentralen Mail-Server, der die gesamten E-Mails von allen Arbeitsstationen entgegennimmt und, wo wir schon beim Thema sind, natürlich dann über POP und über IMAP diese E-Mails firmenintern schon wieder zur Verfügung stellt. Nur was nach draußen muss, wird von diesem Mail-Server weitergeleitet und was von draußen rein muss, nimmt dieser Postfix entgegen und stellt es dann wieder über POP und IMAP zur Verfügung. Das wäre eine prima Konstellation, wenn die Welt voller Guter wäre. Ist sie aber nicht. Sie müssen heutzutage damit rechnen, dass Ihr Netzwerk mit einem Firewall, mit einem Sicherheitskonstrukt geschützt ist. Wenn Sie das noch nicht getan haben, dann suchen Sie sich jemanden, der Ihnen erklärt, wie Sie die Sicherheit einrichten können. Es gibt auch ein Szenario für einen E-Mail-Firewall-Rechner. Diese E-Mail-Firewall-Rechner unterscheidet sich im Wesentlichen nicht stark von einem reinen Netzwerk-Postfix. Das Einzige, dessen Regeln müssen etwas schärfer gestrickt sein als die eines normalen Arbeitsgruppenservers. Warum? Wenn wir von außen alle Adressen und alle Domänennamen zulassen würden, dass wir die entgegennehmen und dann weiter verschicken würden, dann hätten wir genauso eine Spammer-Schleuder, wie sie zu Tausenden bereits draußen sind. Das darf nicht sein. Die Regeln müssen so strikt sein, dass von außen nur E-Mails an das innere Netz, an die richtigen Domänen und an alle virtuellen Domänennamen zugänglich sind und nicht mehr, auch nicht weniger. Meist wird's heute ein wenig einfacher gemacht. Es gibt eine Firewall und auf dieser Firewall ist nicht unbedingt ein Postfix-Mail-Server, sondern es gibt das lokale Postfix-Mail-Office,
Es gibt diesen Mail-Server, der macht die Kommunikation für die internen Rechner und was notwendig ist, schickt er nach draußen. Warum ist das ein besonderes Szenario? Postfix muss wissen, dass an dieser Stelle die internen Adressen umgeschrieben werden. Eine Firewall, wie sie heute gängig ist, benutzt einen Internetzugangsrechner, der keine internen IP-Adressen darstellt. Das heißt, die IP-Adressen werden hier umgeschrieben. Die Kommunikationsgegner im Internet sehen nur die IP-Adresse dieses Rechners. Das kann ein kleines Internetkästchen sein, eine Fritzbox, oder es kann eine ausgeklügelte große starke Maschine sein. Wenn hier Adressumschreibung passiert, muss der Postfix das wissen. Die Firewall kann im Übrigen fast beliebig komplex sein. Es könnte sein, wir haben einen vorgelegten Mail-Server, den man von außen direkt erreichen kann, den man auch von innen her direkt erreichen kann, aber man kann nicht von außen komplett rein. Das ist das Wesen einer sogenannten DMZ, einer Demilitarized Zone. Das ist ein Szenario, das in vielen Firmen eingesetzt wird, die eigene Mail-Server, eigene Web-Server, eigene FTP-Server zur Verfügung stellen. Die werden in die DMZ hineingestellt. Man kann sie von außen erreichen, aber von da aus geht es nicht weiter ins innere Netz. Auch da müsste man der Geschichte Sorge tragen, wenn der verwendet werden soll, um die Mail nach draußen weiter zu transportieren, muss er das wissen. Auch das gibt es sehr häufig. Sie haben einen Postfix-Mail-Server innerhalb der Firma, der die ganze Firmenkommunikation, die Firmen-E-Mail regelt, schickt dann aber die E-Mails nicht direkt an die Zielrechner weiter. Das Ziel ist, den inneren Rechner, nicht einmal unseren Router, nach draußen auftauchen zu lassen, sondern alle Mail an den Mail-Server, das kann ein Postfix sein, vom Service-Provider zu schicken, der dann wiederum die E-Mails weiter verteilt. Genauso häufig passiert es, dass wir dort eben, gerade für kleinere, mittlere Betriebe, ist das ganz häufig der Fall, dass wir dort Mailboxen haben. Dieser Mailserver nimmt die Firmen-E-Mails entgegen, speichert sie dort lokal und wir können sie dort abholen. Oder er stellt sie uns per SMTP direkt zu, wenn wir eine entsprechende Regel sowohl in die Firewall als auch in unseren Mailserver eingetragen haben. Wobei das Abholen hier, das aktive Abholen, eigentlich der Normalfall ist. Und auch das kann man natürlich noch etwas würzen. Viele Firmen haben ja nicht einen Mail-Server im Einsatz, sondern einen Groupware-Server. Lassen Sie uns an Exchange denken oder Groupwise oder es gibt verschiedene andere Modelle auch, freie Groupware-Server. Diese Groupware-Server regeln die bürointerne Kommunikation. Und nicht nur die persönlichen Meldungen, die persönlichen Mails, sondern auch die Terminabsprachen, die Ressourcenverwaltung, all diese Dinge, die man draußen nicht sehen soll. Und viele von diesen Groupware-Servern sind zwar innerhalb der Firma sehr tauglich, aber fürs Internet eher nicht, weil sie schon viel zu kompliziert sind oder weil sie bekannte Sicherheitslöcher haben. Und wenn nun nach draußen sowieso keine Bürokommunikationsnachricht geschickt werden soll, sondern nur reguläre Mail, könnte man ebenso gut einen Postfix-Server vorschalten, der einerseits die Kommunikation nach draußen regelt, also die SMTP-Meldungen des Groupware-Servers entgegennimmt und dann seinerzeit rausgeht. Es könnte aber auch sein, dass man von außen diesen Postfix zugänglich macht, dass dort Mails abgeliefert werden können, die dieser dann an den Groupware-Server schickt. Da wir dann einen verlässlichen Mittelsmann haben, ist die Situation deutlich sicherer, als würde man den Groupware-Server direkt mit dem Internet kommunizieren lassen. Auch hier ist natürlich die Möglichkeit, dass, wenn der Groupware-Server diese Möglichkeiten hat oder mit Hilfe einer Zusatzsoftware, Mails, die in einer Box beim Service-Provider abgeliefert werden, abzuholen, sodass sie dann über die Groupware zur Verfügung stehen. Das ist ein Szenario, für das ich eine gewisse Vorliebe empfinde. Es gibt einen lokalen Postfix-Mail-Server, der seinerseits nach draußen, zum Beispiel zum Service-Provider, Mail nach draußen bringt. Und die Firma hat oft nicht nur eine Mailbox, sondern sie hat mehrere Mail-Accounts bei mehreren Service-Providern, wo jeweils E-Mails aufschlagen. Die soll aber, weil das Firewall-Szenario dann viel einfacher ist, nicht von draußen reingeschickt werden, sondern wir holen das selber.
Wir können eine Software wie FetchMail verwenden, um diese Popboxen abzuklappern und dann unserem Mail Delivery Agent hier lokal übergeben, der sie dann in Pop- oder IMAP-Boxen zur Verfügung stellt.